Guten Morgen, liebe Gemeindeglieder aus Krondal, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Pfingstfest feiern wir heute. Das Fest des Heiligen Geistes. Es ist der Geist, der christliche Gemeinschaft schafft. Wir spüren etwas vom Geist Gottes, wo mitten in unsere Schwachheit neue Kraft wächst, wo mitten in unsere Festgefahrenheit neue Wege sichtbar werden und wir in Bewegung kommen, wo Menschen sich verstehen über alle Grenzen und Unterschiede hinweg. Gott schenke uns seinen Geist, den Geist des Lebens. Der Wochenspruch für heute, für das Pfingstfest, steht geschrieben beim Propheten Sacharja, Kapitel 4, Vers 6. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den theologischen Nachwuchs der Kirche, also für die Ausbildung unserer Theologiestudenten. Sie sei eure Liebe herzlich empfohlen. Unser Präsident hat uns alle eingeladen und darum gebeten, dass wir für unser Land besonders in dieser Zeit beten sollen. Viele von uns haben in dieser Zeit bereits bei vielen Gelegenheiten gebetet gegen die Krankheit und für das Leben, gegen die Verzweiflung und für Hoffnung. Wir wollen das heute aber wieder, ganz bewusst wieder, zusammen mit allen Christen in Südafrika tun. Wir werden nach der Predigt im Fürbittengebet unser Land Gott vor Gott bringen und ihn um seinen Segen und seine Führung bitten.
mir, unser Glauben zu bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden,
gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Da aber dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie erstaunten aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Sprache, darin wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien, in Judäa und Kappadokien, in Pontus und Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in den Gegenden Libyens, bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes verkünden. Sie erstaunten aber alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kund und horchet auf meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnet, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden weissagen. Soweit die Lesung. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes. Wir haben gerade den Bericht über das erste christliche Pfingstfest gehört. Vielleicht ist der eine Vers auch bei euch stecken geblieben. Das passiert sehr leicht. Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Zungenreden. Das Wunder, das die ersten Jünger, die Apostel, in verschiedene Sprachen gesprochen haben. Immer wieder wird dieses besprochen in Bibelstunden, in Predigten. Immer wollen Leute mehr wissen über das, was geschehen ist. Und einige sagen, es ist immer noch genauso. Andere sagen, nein, es ist anders, das war einmalig. Das heutige Zungenreden ist anders und man konzentriert so sehr auf das eine. War das Zungenreden, das Sprechen in verschiedene Sprachen, aber wirklich das Wichtigste, das an diesem Tag geschah? Ich möchte das gar nicht abmachen. Es ist ein Thema, das man diskutieren darf und soll. Aber meine Frage ist, war dieses Spektakuläre, das alle heutzutage darüber reden, wirklich das Wichtigste? Ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen, aber ich lasse jetzt nur drei Worte aus. Nur drei Worte. Ich lese vor Vers 4.
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ich lese wieder den Vers vor. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Während Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen auf der Erde war, hatten sie alle sehr viel zu sagen. Petrus versprach, bei Christus zu bleiben, auch wenn das seinen Tode bedeutet. Jakobus und Johannes wollten mit ihm regieren im Himmel, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und alle anderen Jünger wussten sehr genau, wie Gottes Reich aussehen sollte und was Jesus zu tun hatte. Mit der Verhaftung Jesu veränderte sich das alles drastisch. Plötzlich war Angst der Faktor, der das Leben der Jünger bestimmte, wie oft bei uns auch heutzutage. Und auch nach der Auferstehung blieben sie zusammen in ihren Häusern, gingen nicht raus und vergaßen irgendwie, dass Jesus sie beauftragte oder beauftragt hatte, das Reich Gottes herbeizuführen durch Wort und Tat. Die Jünger waren durch Angst bestimmt, wussten nicht weiter. Und dann kam der Heilige Geist. Zu Pfingsten werden die ersten Jünger zu Verkündigern des Wortes. Sie verlieren ihre Angst, gehen hinaus und verkündigen die Botschaft der Gnade und der Erlösung. Ängstliche Männer und Frauen werden zu Verkündigern der Hoffnung an die Welt. Sie verlassen ihre sichere Wohnungen und treten öffentlich auf und verkündigen, Jesus Christus ist auferstanden, Gnade herrscht. Der Heilige Geist ist gekommen. Und das ist am wichtigsten. Gottes Geist schenkte Mut, loszugehen. Und das nicht nur einmal, das war nicht ein Wunder, das einmal geschah, sondern geschieht bis heute. Im Laufe der Zeit hat der Heilige Geist Männer und Frauen motiviert, hinausgeschickt in die Welt, um anderen das Evangelium zu verkündigen, durch Wort und durch Tat. Da liegt das größte Wunder. Die wenigen Jüngern und Jüngerinnen gingen in die Welt hinein, aus den 11 plus, können wir sagen, 20, 30 Personen, sind es jetzt ungefähr ein Drittel aller Menschen auf der Welt, die sagen, ich kenne Christus und er ist mein Herr. Erstaunlich. Der Heilige Geist kommt und aus Angst wird Mut, aus Verzagtheit Hoffnung. Und die Jünger und Jüngerinnen gehen in die Welt hinein und verkündigen, Jesus Christus lebt und ihr dürft auch leben. Und Liebe ist stärker als Hass, Vergebung stärker als Vergeltung. Es gibt Hoffnung. Auch in Zeiten der Angst, in Zeiten der Not, in Zeiten der Verzweiflung, Jesus Christus lebt. Da liegt das größte Wunder von Pfingsten. Der Heilige Geist befähigt Männer und Frauen, die Angst zu verlieren und Hoffnung zur Verkündigung zu verkündigen, durch ihr Leben und durch ihre Worte. Ich lese wieder vor und nun Vers 5. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
Da aber dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie erstaunten aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Sprache, darin wir geboren sind? Und wieder so ein Wunder, das immer wieder besprochen wird, das sogenannte Hörwunder von Pfingsten. Und nun kann man lange debattieren und es wird auch debattiert, was ist eigentlich passiert? War es ein Sprachwunder oder war es ein Hörwunder? Denn die Jünger sprachen in verschiedenen Sprachen, aber alle haben sie auch gehört, in ihre Sprache. Und man kann lange diskutieren und sagen, war es das eine, war es das andere oder vielleicht beides? Nur wieder ist es am wichtigsten, dass alle in ihre Sprache hören konnten. Und bitte, ich möchte es gar nicht abmachen. Es ist ganz wichtig, man darf es ruhig diskutieren. Heutzutage könnten wir aber auch eine Übersetzung machen. Wir können Afrikaans, wir können Deutsch, wir können Englisch, wir können noch Leute reinkriegen, damit jeder die Botschaft in seiner Sprache versteht. Es gibt sogar simultan Übersetzungen in viele Stellen. In der Taizé-Bewegung zum Beispiel kann man aussuchen, wo man sitzen möchte und fast alle Sprachen werden benutzt. Also das war einmalig. Alle konnten die Botschaft in ihre Sprache verstehen. Aber erstaunlicher ist, dass Menschen verstanden haben. Und das war ohne den Beistand des Heiligen Geistes total unmöglich. Menschen haben gehört, haben begriffen, Gott liebt mich, Christus lebt, ist auferstanden und haben ihr Leben an diesem Christus gegeben. Und da liegt ein Riesenwunder von Pfingsten. Der Heilige Geist hat das ermöglicht. Menschen haben gehört, verstanden und nicht nur mit dem Verstand verstanden, sondern auch mit dem Herzen und haben begriffen, Jesus Christus lebt. Auch für mich. Er ist hier. Auch für mich. Und das ist nicht nur einmal passiert, denn der Heilige Geist hat weiter gewirkt und wirkt auch heute weiter. Und Menschen kommen zum Glauben. Es ist nicht die gute Predigt. Natürlich sollen wir uns gut vorbereiten, die Menschen zum Glauben bringt, sondern der Heilige Geist. Das ist auch sehr tröstlich. Und dieses Wunder geschah damals und geschieht immer noch. Denn Gott lebt und Menschen glauben, hören, verstehen, nicht nur mit dem Verstand, mit dem Herzen und geben ihr Leben an Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte noch ein Vers vorlesen. Vers 12. Sie erstaunten aber alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen eine zum anderen: Was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Die Begeisterung beim ersten Pfingstfest wird nicht von allen geteilt. Es gibt Leute, die ganz kritisch dastehen und sagen, nein, ich glaube das nicht. Sie sind betrunken. Das müssten die Jünger damals schon erfahren. Und für mich persönlich ist auch das tröstlich, denn wir glauben nicht an einen Gott, der Menschen zwingt, sondern an den Gott der Freiheit und der Liebe und an den Geist der Freiheit und der Liebe und der Gnade. Man darf auch Nein sagen. Wir werden niemals alle Menschen gefallen.
Mit dem Geist auch nicht. Nicht alle werden glauben. Das war bei den ersten Christen so und so ist es bis heute geblieben. Wir sind nicht dazu berufen, so viele Menschen wie möglich zu bekehren. Ich kann niemand bekehren. Der Geist Gottes kann das und tut das. Wir sind berufen, das Wort zu verkündigen, uns von Gottes Geist führen zu lassen und das zu tun, was er uns beauftragt. Den Rest überlassen wir Gott. Aber der Geist wirkt. Und Menschen haben immer noch Mut, um ihren Glauben auszuleben und zu verkündigen und nicht von Angst bestimmt zu werden. Und Menschen hören immer noch die Botschaft und der Geist Gottes wirkt in ihnen. Und sie kommen zum Glauben und hören ganz und verstehen ganz. Und ja, es gibt immer noch Menschen, die nicht glauben. Aber Gottes Geist wirkt. Ein arabisches Sprichwort sagt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Ich lese wieder, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Gott bittet uns zu Pfingsten und auch immer wieder, baut keine Mauern, mit denen ihr euch von meinem Geist und voreinander abgrenzt. Baut Windmühlen, die ich in Bewegung bringen kann. Wir können Gottes Geist nicht herbeizwingen, er weht, wo er will. Es ist Gottes Geist, nicht unser Geist. Aber wir können uns vorbereiten und die Windmühlen des Glaubens bauen und bereit sein, dorthin zu gehen, wo der Geist uns haben will. Möge Gott uns das heute wieder zeigen, in dieser Zeit, wo so viele Menschen ein Leben leben, das von Angst bestimmt wird. Der Tröster, der Geist Gottes, ist gekommen, um uns lebendig zu machen, als Christen und als Kirche. Nun möge der Friede Gottes, der mehr ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne bewahren. In Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Unser Gott, Schöpfer des Lebens, im Angesicht der Corona-Epidemie gedenken wir vor dir alle Erkrankten und bitten für sie um Beistand und Heilung. Sei den Schwerkranken nahe, umfange die Sterbenden, tröste jene, die jetzt trauern. Herr, wir beten für unsere Regierung und alle, die in dieser schwierigen Zeit Entscheidungen treffen. Führe sie durch deinen Geist, damit sie sich über ihren eigenen Interessen und ihr Bedürfnis nach Macht erheben und das Richtige für die Bedürftigen tun. Führe sie, dass sie in Weisheit und zum Wohle aller Menschen in diesem Land regieren mögen. Herr, unser Gott, schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, Pflegern und Krankenschwestern Schutz und Kraft in dieser Zeit extremer Belastung. Wir beten für alle, die besonders gefährdet sind, weil sie für die Versorgung anderer tätig sind. Für alle, die voller Angst sind oder sich überfordert fühlen, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten, für die, deren Zukunftspläne in Frage stehen, die ihre Arbeit verlieren, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Die Menschen in Heimen und Krankenhäusern, die nicht besucht werden dürfen. Familien, die Berufsarbeit und Kinderbetreuung bewältigen müssen. Beziehungen, die besonders belastet werden. Berühre du die Herzen mit deiner Liebe und Lebenskraft. Für uns alle beten wir, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Krankenzahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Herr, wir bitten, mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, dass wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Sei du uns Licht und Kraft. Wir vertrauen dir. Wir singen nun das Vater unser Gebet, das Vater unser Nummer 188 im Gesangbuch 188, das Vater unser Gebet. Thank you.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.